Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nicht-Muslime. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf der Wahrheit befestigen und möge Allah azza wa jalla uns nicht von dieser Wahrheit abirren lassen. Wie viele Sekten gibt es in dieser heutigen Zeit, obwohl wir nur einen einzigen Herrn haben und einen einzigen Prophet und ein Kitab, ein Koran, Al-Karim. Und trotzdem siehst du, dass so viele abgeirrt sind vom geraden Weg, der so klar ist wie die Sonne. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns so einen klaren Weg hinterlassen. Aber es gibt Leute, die wollen diesen geraden Weg krumm machen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Wa anna hadha sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul." So ist dieses, sprich, das ist mein Weg, ein gerader Weg. Darum folgt ihn in der Einzahl. Allah hat den geraden Weg in der Einzahl genannt. Warum? Weil er nur einer ist. Wir haben nicht dieses komische Sprichwort, das trifft auf Landschaften und so zu, alle Wege führen nach Rom. Das stimmt, nach Rom schon, aber nicht ins Paradies. Da haben wir eine andere Regel, da gibt es nur einen Weg. Und wer diesen Weg nicht beschreitet, kommt nicht in das Paradies. Und so müssen wir uns vorstellen, dass dieser gerade Weg krumm gemacht wird. Und so haben wir viele Sekten, die natürlich diesen Weg krumm gemacht haben. Und wir wollen inshallah wieder das gerade machen, was von diesen Sekten krumm gemacht wurde. Möge Allah azawajal uns Geduld geben. Und ich bitte heute die Geschwister, weil ich einiges vorlesen werde, weil das wichtig ist natürlich, damit man auch authentische Quellen hat und weiß, was die Gelehrten tatsächlich über bestimmte Themen sagen. Schaut mal, liebe Geschwister, es gibt viele, die betrügen euch. Ja? Sie kommen mit Aussagen von Gelehrten, die teilweise geschnitten sind. Sie kommen mit Aussagen von Gelehrten, die ganz anders gemeint sind und so weiter und so fort. Das kennen wir. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, das Schöne bei uns, kriegt ihr nicht nur die authentischen Quellen, sondern ihr bekommt sie auch so erklärt, wie wir das von unseren edlen Gelehrten gelernt haben. Möge Allah Azza wa Jal sie im Guten bewahren und möge Allah Azza wa Jal sie auf seiner Standfestigkeit befestigen. Und daher ist es wichtig, dass ihr heute ein paar Minuten Geduld mit uns habt. Alhamdulillah, ich denke, nach dem Unterricht wird vielen einiges klar sein, was jetzt vielleicht zur Verwirrung ruft. Ihr müsst euch vorstellen, es wird auf Ibn Hazm, wallahu alam, zurückgeführt, diese Aussage. Er sagte, wenn die Unwissenden schweigen würden, würde es nicht so viel Meinungsverschiedenheiten geben. Und er hat es getroffen mit dieser Aussage. Aber weil die Unwissenden reden, gibt es so viele Meinungsverschiedenheiten, aber die eigentlich gar nicht sein dürften. Es gibt legitime Meinungsverschiedenheiten, ohne Frage. Aber dann gibt es welche, die sind gar keine Meinungsverschiedenheiten. Nur die Leute des Übels haben sie sozusagen hereingebracht und so getan, als ob das Religion wäre. Aber lasst uns anfangen, liebe Geschwister, weil wir sehr, sehr wenig Zeit haben. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Und ich rede heute, inshallah ta'ala, über zwei Themen. Einmal: Hat Allah einen Platz, ja oder nein? Weil ihr kennt den Lieblingssong, und ich meine Song, die haben eine Schallplatte draus gemacht, die Ahbash. Allah existiert ohne Ort, 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 dann mit Echo. Allah existiert ohne Ort. Das ist ihr Song. War kein, ja, wie nennt man das? War nicht erfolgreich, aber kein Schlag, wie heißt das? Kein Schlager, kein Hit. Oder, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber auf jeden Fall, sie beharren da drauf, weil sie dachten, ihre Stimme ist schön und der Song ist trotzdem etwas gelungen. Wir werden das heute relativieren. Und der zweite Teil, liebe Geschwister, von diesem Vortrag wird sein: Ist Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron oder was ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Ihr solltet erstmal wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über die Leute des Übels, die Leute der Fitna, die Sekten sagt. Er sagt: وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ Allah sagt, und was diejenigen anbelangt, in dessen Herzen Krankheit ist, das sind nicht die Gutestunden, in dessen Herzen Krankheit ist, so suchen sie und kommen mit mehrdeutigen Beweisen. Mit mehrdeutigen Beweisen, keinen eindeutigen Beweisen, anders als Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, ihr hört ganz klar die Ayah und eine klare Ayah, einen klaren Hadith
und Ijma, wenn es den gibt von den Sahaba, beziehungsweise von den besten Generationen, die nach ihnen gekommen sind. Das ist die Methodik von Ahlus Sunnah. So wie er es auch bei uns, walhamdulillah, Rabbil Alamin, gewohnt seid. Aber die Leute der Bid'ah, der sucht in den Büchern der Gelehrten in 1300 Jahren irgendeiner, der eine abwegige Aussage getroffen hat. Eine Aussage, die wir nicht akzeptieren. Aber was ist im Kopf von diesem Mubtadi', von diesem Erneuerer? Er will den Leuten zeigen, das wäre Din. Obwohl dieser Gelehrte in dieser Angelegenheit, wenn er überhaupt ein Gelehrter ist, manche kommen ja auch mit Schauspielern und Musikern, wenn er ein Gelehrter ist, dann sehen wir, dass dieser sich in dieser Fragestellung geirrt hat. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie legen nicht Wert nur auf die Aussagen der Gelehrten. Natürlich. Die Gelehrten brauchen wir, aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah brauchen Beweise. Wenn der größte Gelehrte uns etwas sagt, was von der Religion gemacht werden muss oder wo wir uns enthalten müssen, dann reicht es nicht, dass der Gelehrte uns das gesagt hat, sondern er muss uns einen Beweis liefern. Aber der Gelehrte ist wichtig, weil er erklärt uns den Beweis, aber der Gelehrte ist nicht selber der Beweis. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich sage. Der Gelehrte selber kann niemals der Beweis sein. Der Gelehrte führt uns zum Beweis, aber er selber ist nicht der Beweis. Und manche Leute haben die Gelehrten zum Beweis gemacht. Und daher sind sie abgeirrt in manchen Fragestellungen, liebe Geschwister. Jetzt gibt es Leute wie die Ahbash, deren Führer Abdullah al-Harari ist, al-Habashi, der in Libanon schon seine Fitna losgelöst hat und der nicht wirklich viele Anhänger hat, aber die, die er hat, sind so übel in ihren Herzen, so verdorben, dass sie ihre gesamte Fitna über dem ganzen Land verstreut haben. Und so haben wir sie. Zwischen Beirut und Berlin ist ihre Dawa. Zwischen Beirut und Berlin ist ihre Dawa, liebe Geschwister. Aber wenn du jetzt hörst von diesen Leuten, ja, man muss nicht die Mehrheit sagen, um auf Hack zu sein, richtig. Aber ihr seid weder die Mehrheit, noch seid ihr auf Hack. Beides nicht. Das ist ein übles Zeugnis für euch. Es gibt Leute, die sind zwar nicht die Mehrheit, aber auf Hack. Wenigstens haben sie was vorzuweisen. Ihr seid Minderheit und nicht auf Hak, sondern auf Batel, das heißt auf dem falschen Weg. Möge Allah die Ahbash recht leiten. Jetzt kommen sie dir und sagen dir, schau mal, die Wahhabiya, ihr Lieblingswort, die Wahhabiya. Al-Wahhabi. Ihr kennt das? Die reden immer durch die Nase, ich weiß auch nicht warum, muss man sie mal fragen. Sie sagen, die Wahhabiya sagen, Allah hat ein Ort, a'udhu billah. Kafir, a'udhu billah. So hören wir von diesen Leuten. Ich mache sie jetzt nur gerade nach. Dann sagen wir, ta'al ya Habibi, setz dich. Was meinst du mit Ort? Ihr sollt wissen, in der Zeit von Ali ibn Abi Talib, als die Khawarij Fitna gemacht haben, sie haben ja Ali zum Kafir erklärt. Und sie kamen immer mit der Aya, Inil hukmu illa lillah. Das Urteil gehört nur Allah Azza wa Jal. Der Hukm, der Befehl gehört Allah Azza wa Jal. Dann sagte Ali ibn Abi Talib, ein wahres Wort, weil das ist eine Aya, können wir nicht verleugnen. Womit aber das Falsche bestätigt werden soll. Allahu Akbar. Radiyallahu anhu arda. Ali ibn Abi Talib, der uns dieses gesagt hat. Kalimatu haq yuradu biha al-batil. Ein Wort, was der Wahrheit entspricht, ein wahrheitsgemäßes Wort, womit aber was anderes beabsichtigt wird. Und das, womit was anderes beabsichtigt wird, das ist in den Köpfen der Ahbash. Natürlich ohne Zweifel. Und hört zu, Yahbash, damit ihr einen Beweis habt, dass wir von Ahlus Sunnah nichts anderes sagen. Und ich schreie es laut in die Welt hinaus. Wallahi billahi tallahi. Alles außer Allah ist Schöpfung. Khalas? Sind wir jetzt Freunde, Yahbash? Alles außer Allah ist Schöpfung. Jetzt kommt der Unterschied zwischen uns. Weil das ist ihr Hauptargument. Die sagen dir, wenn die Wahhabiyya sagen, Allah ist über seinem Thron, dann haben sie ihnen ein Ort zugeschrieben und damit sind sie Kuffar. Ist die Geschichte so, wie sie sagen? Hören wir, was unsere Religion sagt. Erstmal, das ist ein Wort, was sie benutzen, dass sie sagen,
Die Wahhabiya sagen, Allah ist über dem Thron, das heißt, sie haben ihnen einen Ort zugeschrieben. Frage, sagen die Wahhabiya nur das, dass Allah über dem Thron ist? Wir hören gleich die ganzen Beweise. Heute gibt es ein Dolchstich nach dem anderen im Herzen der Habasch. Hintereinander weg. Ich möchte an diesem heutigen Tag kein Habashi sein. Aber ihr habt es euch ausgesucht, zu dieser Sekte zu gehören. Also habt auch Geduld mit uns. Schaut, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat, daraufhin. Wie bitte, Abul Bara? Warum betonst du daraufhin? Weil bis dato waren die Himmel und Erden nicht erschaffen. Also hat Allah sie erschaffen. Und mit Allah war nichts. Weder war ein Ort, noch war die Zeit, noch war irgendein Wesen auf der Erde. Mit Allah war nichts. Wie der Prophet s.a.w. sagte, Allah war da und mit ihm nichts. Khalas? Okay, ich hoffe, wir suchen Gemeinsamkeiten. Machen wir weiter. In diesem Zustand oder zu diesem Zeitpunkt hat Allah Azza wa Jal dann die Himmel und die Erden erschaffen in 6 Tagen. Und dann hat er sich über dem Thron erhoben, subhanahu wa ta'ala. Thumma sawa ala al-arsh. Und das ala al-arsh, über dem Thron heißt, werden wir gleich auch sehen, wie viele Ijma', das heißt, eine eindeutige Fatawa von allen Gelehrten. Nicht von Ahbash, die brauchen wir nicht, von allen Gelehrten von Ahlus Sunnah. Weil diese Leute gehören nicht zu Ahlus Sunnah. Hat Allah Azza wa Jal gesagt, ثُمَّ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. Daraufhin, nachdem Allah nach 6 Tagen die Himmel und Erden erschaffen hat, ist er auf dem geblieben, was er war? Oder worauf er war? Nein, Allah sagt, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Daraufhin hat er sich über dem Thron erhoben, subhanahu wa ta'ala. Ich weiß, dass die Ahbash sagen, die Ayah akzeptieren wir, müssen sie, sonst sind sie Kuffar. Die Ayah akzeptieren wir, aber wir akzeptieren nicht eure Übersetzung bzw. das, was ihr aus dieser Ayah interpretiert. Schaut mal, die Interpreten seid ihr, nicht wir. Wir gehen nach Koran, Sunnah und Ijma'. Ihr seid diejenigen, die in die Philosophie reingeraten sind. Und subhanallah, hier möchte ich einmal sagen, sie bringen eine Aussage und schreiben sie Ali ibn Abi Talib zu, wie ihr Führer, wie heißt der Jamil, Wallahi wa laysa bi Jamil, er ist alles andere als Jamil, ich weiß nicht, wie ihr Nachname heißt. Dieser sagt, und Ali ibn Abi Talib sagt, oder irgendeiner von denen, er bringt eine Aussage, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anh gesagt haben soll, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er nach 6 Tagen die Himmel und Erden erschaffen hat, dass er so verblieben ist, wie er vorher war. Subhanallah. Diese Aussage ist nicht von Ali ibn Abi Talib. Die ist von den Rawafid. Von den Rawafid. Und von euresgleichen. Lügt nicht. Ich weiß, Lüge ist bei euch wie Wasser trinken, aber lügt nicht. Und dann, subhanallah, hörst du diese Leute, der sagt dir, ja, wenn ihr sagt, dass Allah keinen Ort hat, warum sagt ihr, Allah ist über dem Thron? Was meinst du mit Ort? Habashi, antworte mir, was meinst du mit Ort? Schau mal, ich zitiere jetzt deinen Lieblingsgelehrten, sag Rahmatullah alayh, weil du wirst später nur noch von ihm nehmen und deine irregehenden Leute lassen. Sheikh al-Islam, Rahimullah ta'ala, sagte in Majmu' al-Fatawa, und er bringt uns bei und lügt nicht über ihn. Ich weiß, ihr habt viel über ihn gelogen, aber jetzt hören wir, was er sagt. Gegen eure Lüge steht diese Aussage von Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam sagt, والسلف والأئمة وسائر العلماء
As-Sunna und die Salaf, das heißt diejenigen, die vor uns gewesen sind, und die A'imma, die Imame, und die übrigen Ulama, wenn sie sagen, innahu fawqa al-arsh wa innahu fi as-sama fawqa kulli shay, la yaquluna inna hunaka shay'an yahwi aw yahsuru aw yakunu mahallan lahu aw dharfan. Er sagt, wenn die Sahaba und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise und die Imame gefolgt sind, wenn sie sagen, Allah ist über dem Thron oder er ist fissama, fissama heißt über dem Himmel, aber natürlich über alles, dann meinen sie nicht damit, dass Allah Azza wa Jal von etwas umgeben oder umfasst wird. Höre zu, Habashi. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala von etwas eingeschlossen wird. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Ort hat. Habashi, was sagt der Sheikh al-Islam? Bitte. Hat er gesagt, Allah hat einen Ort? Warum lügst du? Haram, der Alim ist tot. Du kannst dich nicht mehr bei ihm entschuldigen. Was sagt der Sheikh al-Islam? Ich will nur die Ahbash hören. Und dass er einen Ort hat, oder dass er überhaupt von diesen ganzen Sachen Umgebung ist. Weil außer Allah ist alles Schöpfung. Allah wird von nichts umgeben. Subhanahu wa ta'ala. Nochmal. Allah ist der einzige Subhana, der keine Schöpfung ist. Alles außer Allah ist Schöpfung. Sei es Zeit, sei es Ort, sei es Menschen, ganz gleich was es ist. Alles ist Schöpfung. Daher, wenn Ahlus Sunnah sagen, möge Allah die Ahbash zu Ahlus Sunnah leiten, daher, wenn die Ahlus Sunnah sagen, dass Allah über seinem Thron ist, das ist die Aussage von Allah. Willst du uns des Kufr bezichtigen für die Worte Allahs Azza wa Jal Subhanahu? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie Ibn al-Qayyim rahimullah sagte. Der Thron ist das größte Geschöpf, liebe Geschwister. Entweder ist Allah über dem Thron, getrennt von seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala, oder Allah ist unter dem Thron, wal'iyadu billah, und in seiner Schöpfung. Wähle aus, Habashi. Wir geben dir 5 Sekunden. Nochmal. Entweder ist Allah über dem Thron, und der Thron ist der, ist die größte Schöpfung. Bei uns hört mit dem Thron alles auf, bei Ahlus Sunnah. Warum? Das ist das größte Geschöpf. Das, was darüber ist, ist nicht das, was die Ahbash denken. Allah ist losgesagt von seiner Schöpfung. Losgelöst von seiner Schöpfung. Ich weiß, das tut weh. Schau mal, wir geben dir jetzt ein Quiz. Und dann werden wir dir, inshallah, ein Buch schenken. Du kannst uns wirklich deine Adresse schreiben. Wir schicken es dir. Aber kein Buch von Al-Harari, sondern ein Buch von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ein wunderschönes Buch. Kriegst du von uns, bi'idhnillah ta'ala. Die Sache ist die, dass über dem Thron nicht das ist, was in den Fantasien der Ahbash ist. Ibn al-Qayyim sagte, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Allah über dem Thron oder unter dem Thron. Und unter dem Thron in diesem Fall wäre er Geschöpf. Wer das sagt, ist ein Kafir. Aber ja, Habashi, nicht wer das andere sagt. Du hast ein bisschen die Ahkam al-Takfir verwechselt. Wer sagt, Allah ist unter dem Thron, der ist ein Kafir. Und höre diese wunderschöne Aussage von Nu'aym ibn Hammad, der ein Lehrer von Al-Bukhari war. Im Übrigen, Al-Bukhari sieht euch als Kuffar, was wir dann später, insha'Allah ta'ala, auch zitieren werden von ihm, die Ahbash. Selbst Bukhari ist nicht auf eurer Seite und würde auch niemals auf eurer Seite sein. Nu'aym ibn Hammad sagte, man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Derjenige, der Allah Azza wa Jal mit seiner Schöpfung vergleicht, so ist er ein Kafir. Tayyib, Habashi, Allah ist über dem Thron oder unter dem Thron? Wenn du sagst unter dem Thron, dann hast du diesen Kufr erreicht. Und wenn du sagst, Allah ist nicht über dem Thron, hast du auch den Kufr erreicht. Wir geben dir 3 Sekunden, weil die Zeit knapp ist, und dann bekommst du ein Buch. 1, 2,
3. Der Habashi darf antworten. Wo ist Allah? Über dem Thron oder unter dem Thron? Ich muss das Teletubby-mäßig machen, weil ich weiß, diese Leute haben viele Probleme. Ja? Man kann nicht den Stoff immer so verkaufen, wie man will. Aber sie haben Probleme. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Über dem Thron oder unter dem Thron. Subhanallah, was sagen die? Schau mal, Allah sagt, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Daraufhin hat sich Allah über dem Thron erhoben. Die sagen, die offensichtliche Bedeutung ist Kufr. Wisst ihr, was sie damit sagen? Sie sagen damit, dass Allah nicht in der Lage ist, sich auszudrücken. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Und sie sagen damit, dass die Wörter Allahs die Menschen verunsichern, verwirren. طيب, wie werden wir den Kufr los nach der Ansicht der Ahbash? Wir müssen rein interpretieren. Sag so lange etwas, bis es irgendwann mit unseren Gelüsten übereinstimmt. Das ist nicht unsere Aqida. Unsere Aqida ist Qala Allah, Qala Rasulullah und Al-Ijma'. Das ist unsere Aqida. طيب, liebe Geschwister. Hier seht ihr nochmals, ich will das nochmals wiederholen. Diese Leute versuchen, mit dem Wort Ort zu spielen. Es geht ihnen nicht darum, dasselbe zu sagen wie wir. Wir haben gesagt, alles ist erschaffen außer Allah Azza wa Jal. Aber sie sagen, ja, wenn du sagst, Allah ist über dem Thron, hast du ihnen einen Platz zugewiesen, beziehungsweise einen Ort zugeschrieben. Und das ist ihr Khubf. Das ist ihr Übel. Sie wollen letztendlich dir sagen, du darfst nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Und wer nicht sagt, dass Allah über dem Thron ist, der ist ein Kafir nach unserer Religion. Wir hören die Beweise. Beweise. So viele, wie du willst. Und nochmals, ich habe letztens den Ijma' erwähnt von Ibn Abdul Barr in seinem Buch At-Tamhid, rahimahullah ta'ala. Er sagte, Ahlus Sunnah haben ein Ijma', dass sie die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal tatsächlich so verstehen, wie sie in der offensichtlichen Bedeutung sind, nicht metaphorisch. Nicht was? Nicht metaphorisch. Nicht sinnbildlich. Nicht so, nein. Wie sie tatsächlich zu verstehen. Aber das Wie, laysa kamithlihi shay, nichts und niemand ist wie Allah. طيب. Lasst uns hören. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nachdem wir geklärt haben. Wir sagen nur, was meint ihr mit Ort? Meint ihr mit Ort als ein Geschöpf, welches Allah umfassen soll? Dann sagen wir euch, A'udhu Billah, würden wir niemals sagen, genau wie ihr. Aber meint ihr mit Ort, und das ist euer Chub. Deswegen, wir reden nicht über diese Sache. Allah hat keinen Ort. Warum? Weder ein Salafi hat das gesagt, noch einer von den besten Generationen danach. Keiner hat darüber geredet. Keiner von den ersten 3 Generationen hat darüber geredet. Was soll also das Gute sein, darüber zu reden? Nummer 1. Nummer 2. Damit ist etwas Übles gemeint. Wenn sie sagen, Allah hat keinen Ort, dann wollen sie letztendlich sagen, Allah ist nicht über dem Thron. Und so mache ich den Übergang zum zweiten Teil, liebe Geschwister. Ist Allah Azza wa Jal über dem Thron? وَنَقَلَ عَنْ بَعْدِ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِي أَنَّهُ قَالْ فِي الْقُرْآنِ 1000 دَلِيلِ أَوْ يَزِيدْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ. Schaut mal, was die Gelehrten, die großen Gelehrten erwähnt haben. Dass über 1000 Beweise, und das in Majmu' al-Fatawa, überliefert, übertragen, über 1000 Beweise, ja Habashi, existieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seiner Schöpfung und damit über seinem Thron ist. Wie viel? Über 1000. Du akzeptierst nicht einen und dann gehst du zu einem betrunkenen Christen, ja, weil das euer Gedicht, von wo ihr eure Religion nimmt, der statt Staula sagt, der A'udhu Billah, was so viel heißt wie einnehmen. Einnehmen bedeutet, liebe Geschwister, und das ist ein katastrophales Wort, das heißt, zwischenzeitlich hat der Thron jemand anderem gehört. A'udhu Billah vor so einer Aussage. Schaut, was die Gelehrten sagen. Inshallah ta'ala haben wir schon geklärt. Ich wollte nur kurz einmal sagen, diese Aussage, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf dem geblieben ist, wie er war, bevor er in sechs Tagen die Himmel und die Erden erschaffen hat. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah ta'ala, hat gesagt, dass diese Aussage batil ist, dass diese Aussage falsch ist. Und diese Aussage ist nirgendwo verzeichnet in den Büchern der Gelehrten. Und er sagte sogar,
نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية. sagte, und das, darauf hat wer aufmerksam gemacht? sagt, العلامة يا حبشي. Wer? Ibn Hajar al-Asqalani sagt zu Ibn Taymiyyah al-Allama, weil er die Stellung von Ibn Taymiyyah kennt, anders als du. Und Ibn Taymiyyah hat darauf aufmerksam gemacht, dass das gar kein Hadith oder sonstiges ist, sondern das haben sie selbst erfunden, dass Allah so verblieben ist, wie er zuvor gewesen ist. Kommen wir zu den Beweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist und fangen wir an mit den Beweisen aus dem Koran al-Karim. Wir haben schon eine Ayah genannt. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Und er ist es, der die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen hat und sich dann über dem Thron erhoben hat. Das in Surat Al-Hadid. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Und er ist derjenige, der über seine Diener, Macht ausübt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist eine wunderschöne Ayah, die Ahbash zerstört. Allah azza wa jal sagt, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ in Surat Al-Mulk. Glaubt ihr an den, der im Himmel ist? Natürlich, في السماء, sollten wir wissen, wenn wir das wörtlich übersetzen, heißt im Himmel, aber wir meinen natürlich über den Himmel, weil das ist ein Ijma, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seine Schöpfung ist. Und ich habe das letzte Mal darüber geredet. Wenn es Begriffe gibt, Wörter gibt im Arabischen, die manchmal mehrere Bedeutungen beinhalten, dann fällt diese Wahl mit den mehreren Bedeutungen weg, wenn das religiöse Urteil der Sahaba klar ist. Dann gibt es keine mehrdeutigen Begriffe oder sonstiges. Klar. Versteht jeder. Außer Habashi. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Glaubt ihr, dass derjenige, der im Himmel ist, طيب Habashi, wenn ich sage, Allah فِي السَّمَاءِ, und ich meine natürlich über dem Himmel, bin ich Kafir? Bitte sag es. Sag es, damit alle Leute hören, dass du den Koran als Wörter des Kufr bezeichnest. Sag es. Wird er sich nicht trauen? Er sagt, nein, aber was? Aber du verstehst es besser? Oder was meinst du mit aber? Er meint, das ist anders zu verstehen. Dass Vieh nicht im Himmel ist, ist uns klar. Allah sagt auch, wasiru fil ard. So lauft auf der Erde umher. Oder durch die Erde, Habashi. Ist klar, Vieh bedeutet über hier. Warum? Weil das auch so von den Gelehrten und den Beweistexten übertragen wurde. Lasst uns einen klaren Beweis hören aus der Sunna, dass Allah über seinem Thron ist. Ihr kennt alle die Nacht- und Himmelsreise. Frage. Was hat Allah gemacht? Der Prophet s.a.w. hatte ein hartes Jahr gehabt. Khadija ist gestorben, sein Onkel Abu Talib, und er wurde aus Mekka vertrieben. Dann hat Allah Azza wa Jal ihn emporgehoben. Er wurde vertrieben aus Mekka. Die Menschen haben ihn vertrieben. Als ob Allah ihm mit dieser Nacht- und Himmelsreise sagen wollte, ja Muhammad, wenn die Menschen dich nicht akzeptieren, so bist du herzlich willkommen. Und er hat ihn bis nach oben, subhanahu wa ta'ala, gebracht, bis über den Punkt, an dem nicht einmal Jibril vorbeikam. Jetzt habe ich hier eine Frage an dich. Du kannst noch ein zweites Buch gewinnen, auch von Sheikhul Islam, damit deine Akida gerade wird. Warum nach oben? Wenn doch Allah nicht oben ist, dann hätte Allah auch von irgendwo mit ihm sprechen können. Warum hat er ihn bis nach oben befördert? Ja, eine Antwort, Habashi. Wieder 3 Sekunden Zeit. 1, 2, 3. Warum nach oben? Was hat er da oben zu suchen? Allah hat ihn zu sich nach oben gebracht, weil Allah auch Subhana über den Himmel ist. Hast du was gegen einzuwenden? Oder war eure Nacht- und Himmelsreise von Ahbash unter der Erde? Also bei uns ist sie über den Himmel, walhamdulillah rabbil alamin.
Schaut diese Überlieferung bei Bukhari und Muslim, ebenfalls in der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie von Abu Huraira radiallahu anhu berichtet wurde, er sagte: Lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arshi inna rahmati ghalabat ghadabi. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nachdem Allah die Schöpfung vollendet hat, alles erschaffen hat, schrieb er in seinem Buch nieder und dieses befindet sich bei ihm auf dem Thron. Nochmal, befindet sich wo bei ihm? Richtig, auf dem Thron. Wahrlich, meine Barmherzigkeit überwiegt mein Zorn. Ich habe euch gesagt, es gibt über 1000 Beweise. Aber ich will die Beweise kurz halten, weil jeder kann danach gucken, liebe Geschwister. Wir haben darüber auch schon Unterrichte in der Aqidah-Serie gemacht. Ein anderer Hadith bei Imam Muslim und auch bei An-Nasai und Abu Dawud, wo Muawiyah, radiallahu an, eine Sklavin hatte und diese hat ein Schaf verloren. Und dann hat er ihr eine Backpfeife gegeben, um das kurz zu halten. Dann kam der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er bekam das mit und dann sagte Muawiyah, ja Rasulallah, afala a'tiquha, soll ich sie nicht befreien? Das heißt, dass sie nicht mehr Sklavin sein wird. Er sagte zu ihm, tini biha, bring sie zu mir. Fa'ataytuhu biha, faqala laha. Dann sagte Muawiyah, habe ich sie gebracht, die Sklavin? Und jetzt werden wir gleich hören, dass eine Sklavin mehr Wissen hat als ein Habashi. So kam ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit ihr und er sagte zu ihr, wer? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihr, ein Allah. Er fragte nicht als erste Frage, glaubst du an Allah? Er fragte, ein Allah. Was zeigt, das gehört zum Iman? Wo ist Allah? Habashi, sie sagte Wörter, die du als Kufr bezeichnest und nach deiner Meinung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier Kufr gemacht, wal-iyadu billah. Sie sagte, bis sama. Wo, ja Habashi? Bis sama. Wenn ich vor dir stehen würde und du fragst mich, wo ist Allah? Ich sage, bis sama. Was wirst du als Urteil sagen? Wallah, ich sage, ja, subhanallah, du hast mehr Wissen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und du hast mehr Eifersucht über die Offenbarung als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mabruk, Mabruk. Yani, dein Verstand, der kaputte Verstand, den stellst du auf die Stufe von der Offenbarung? Schäm dich. Schäm dich nicht zweimal, dreimal, sondern schäm dich, solange du Habashi bleibst. Möge Allah dich recht leiten. Qalat fis sama. Sie sagte, im Himmel. Im Himmel haben wir schon geklärt, über dem Himmel. Dann fragte er, man ana, wer bin ich? Sie sagte, anta Rasulullah, du bist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Qala, a'tiqha fa innaha mu'mina. Lass sie los, lass sie frei, sie ist eine Mu'mina. Wallahi, diese Sklavin hat mehr Wissen über die Aqidah als die Ahbash. Boom. Peinlich. Wenn ich jetzt Habashi wäre, würde ich sagen, A'udhu Billah, ich will doch nicht, dass eine Sklavin mehr Wissen hat als ich. Jetzt bestelle ich erst recht die Bücher von Sheikh al-Islam. Wir sagen nicht, Sheikh al-Islam ist fehlerfrei, A'udhu Billah. Aber, Alhamdulillah, der Gelehrte ist der, der mehr Richtiges als Falsches sagt. Möge Allah Azzawajal mit ihm barmherzig sein. Die Sklavin hatte mehr Wissen als die Ahbash zwischen Beirut und Berlin. Wisst ihr, warum sie uns in Wirklichkeit zu Kuffar erklären wollen, liebe Geschwister? Sie machen das, weil sie ihren Gelüsten mehr Vorrang geben als den Beweistexten. Und das sehen wir. Gehen wir weiter zu den Salaf. Wir verstehen ja immer Kitab und Sunna, Koran und Sunna mit Verständnis der Salaf. An Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, qala, al-arshu fawqa al-ma, wallahu fawqa al-arsh. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, der wird dir was sagen, Habashi. Er ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron. Subhanahu wa ta'ala. Warum nennst du uns Wahhabi? Nenn uns doch Mas'udi. Abdullah ibn Mas'ud hat diese Aussage getroffen. Nenn uns doch Mas'udi. Oder Wahhabi passt dir besser. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud. Und Abu Dawud hat das im Kapitel gemacht, Ar-Radd
في er sagte الرد على الجهمية, die Antwort auf die Jahmiyyah, diese üble والعياذ بالله Sekte, dessen Führer ein Kafir ist, Jahm ibn Safwan, der die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, der damit gespielt hat und Allah damit bezichtigt hat, dass Allah nicht in der Lage ist, sich auszudrücken. والعياذ بالله. Die Gelehrten des Islam haben ihn als Murtad bezeichnet. طيب. Aussagen der Salaf, wir sind immer noch dabei. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ ibn Anas. Du brauchst nicht nur zu uns sagen Wahhabiyya, sag auch Mas'udiyya oder Malikiyya. Jetzt kommt eine Aussage von Malik ibn Anas, radiallahu anhu. Aber nicht nur von ihm, auch von Al-Awza'i. Du kannst dir aussuchen, welchen Begriff du in Zukunft für uns benutzt. Und Sufyan al-Thawri und Sufyan ibn Uwayna. Fil Ahadith fis Sifat, sie sagten über die Hadithe, die über die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal sprechen, sie sagten zu den Leuten, höre zu, Amarruha kamajat. Amarruha kamajat. So belasst sie, wie sie gekommen sind oder wie ihr sie vorfindet, bedeutet, interpretiert da nicht eure kranken Geschichten herein. Lasst sie so, wie sie sind. Hand, Hand, Gesicht, Gesicht. Allah. Steht das im Koran, ja Habashi, bevor du jetzt wieder kommst? Mujashima. Mushabbih. Du bist der Mushabbih. Hört Allah? Ja. Hat Allah Ohren? Nein. Aber Allah hört. Du bist der Mushabbih selber. Redet Allah? Ja. Tayyib, du bist Mushabbih. Du bist einer, der Allah ähnlich macht. Ja Habashi. Wenn die Wörter gleich sind, ist die Bedeutung nicht dieselbe. Okay? Haben wir doch letztens dir erklärt. Die Hand von einer Ameise, ich habe dir gesagt, nicht das Gehirn von einer Ameise, das wäre gleich mit dir. Ich sagte, die Hand einer Ameise ist nicht wie deine Hand. Obwohl beides Schöpfung ist. Wie kann, yani deine Hand, was kann sie tragen? Allah trägt in seiner Rechten, subhanahu wa ta'ala, die gesamten den Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah wird die gesamte Erde, das gesamte Universum in seiner rechten Hand tragen. Ist deine Hand wie die Hand Allahs? Denk doch nach! Wie können diese beiden Hände gleich sein? أعوذ بالله. Al-Habashi, ich habe keine gute Nachricht. Bukhari und sein Lehrer haben euch zu Kuffar erklärt. Höre zu. وقال محمد ابن يوسف. Das ist der Lehrer von Al-Bukhari und Al-Bukhari überträgt diese Aussage. Höre gut zu. Man qala. Ich wiederhole dir alles. Man qala inna Allah laysa ala arshihi fa huwa kafir. Wer sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht über seinem Thron ist, so ist er ein Kafir. Der Lehrer Muhammad ibn Yusuf und Bukhari erklären dich zu Kuffar. Das ist auch die Aqida von Bukhari. وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّمَ مُوسَى فَهُوَ كَافِرٌ. Und derjenige, der auch behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit Musa direkt gesprochen hat, ist ebenfalls ein Kafir. Diese Aussage in Khalqul Af'al, in Khalqul Af'al, genau, auf der Seite 39, im Band 2. Tay. Höre, O Diener Allahs, jetzt werden wir ganz kurz nur die vier Aussagen von Abu Hanifa bis Imam Malik, Imam Shafi'i und Imam Ahmad, damit ihr Ruhe im Herzen habt. Ich mache das nicht für die Ahbash, außer für diejenigen, die noch ihre Herzen nicht ganz, deren Herzen noch nicht ganz abgestorben sind, sondern wirklich für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen. Abu Hanifa, rahimullah ta'ala. Und ich mache das schnell. قال أبو مطيع في كتاب الفقه الأكبر أبو مطيع زاكت سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض أفقت eines Tages أبو مطيع أبو حنيفة رحمه الله تعالى زاكت was ist mit einer Person der nicht weiß ob Allah sein Herr im Himmel oder auf der Erde ist dann sagte Abu Hanifa قَدْ كَفَرْ. Dieser ist ein Kafir. Jetzt schau,
Beweis von Abu Hanifa. لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Al-Abama hat sich über dem Thron erhoben. Höre zu, was Abu Hanifa sagt. وعرشه فوق سبع سماوات. Und der Thron ist über den sieben Himmel. فقلت. Dann sagte Abu Muti' weiter. إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء. Aber wenn einer sagt, okay, Allah hat sich über dem Thron erhoben, aber er weiß nicht, ist der Thron über den Himmel oder ist er auf der Erde? Dann sagte Abu Hanifa, فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر. Wenn er behauptet oder wenn er behauptet, ja, dass wenn er verleugnet, dass der Thron wo ist? Über dem Himmel, dann ist er ein Kafir. Das heißt, er muss auch wissen, wo der Thron ist, nicht auf der Erde. Er ist über den Himmel. لأنه تعالى في أعلى عليين, weil Allah عز وجل سبحانه die höchste, wie nennt man das? Ja. Die höchste Stellung Allah hat. Schau mal, was Abu Hanifa sagt. وَأَنَّهُ يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَلْ. Allah subhanahu wa ta'ala wird nach oben hin gedient und nicht nach unten. Ich weiß nicht, wie ein Habashi Dua macht. So? Wir machen so. Weil wir wissen, Allah ist. Aber der Habashi, der weiß nicht, ob er nach Kleingeld sucht oder. Er guckt nach unten. Wo ist Allah, ja Habashi? Sag mal, deine Fitra. Du nimmst ja sowieso die Beweise nicht an. Deine Fitra. Guckst du nach unten, wenn du an Allah subhanahu wa ta'ala denkst? A'udhu billah. Selbst deine Fitra ist gegen dich. Schäm dich. Imam Malik sagte, Qala Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah ist über den Himmel und sein Wissen ist überall. Nenn uns doch Malikiya. Warum Wahhabiya immer? Mach mal ein bisschen so. Yani, Shakir. Nawwa. Wechsel mal ein bisschen ab, damit dir der Begriff nicht so langweilig wird. Bei Abu Dawud überliefert und bei Ibn Abd al-Barr in At-Tamhid. Schau diese schöne Sache. Subhanallah. Ja'far ibn Abdillah, er berichtet. Qala kunna inda Malik ibn Anas radiyallahu anhu, faja'ahu rajulun faqal. Ja'far berichtet, dass sie einmal bei Imam Malik gewesen sind. So kam ein Mann zu Imam Malik und sagte, Ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa, kayfa stawa? Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich doch über dem Thron erhoben. Wie hat Allah sich erhoben? Und ihr wisst von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, strikt, absolut verboten, nach dem Kayf, nach dem Wie zu fragen. Laysa kamithlihi shay. Nichts ist wie Allah azza wa jalla. Imam Malik ist zornig geworden. Schaut mal. Er sagte, Al-Kayfu minhu ghayru ma'qul. Keiner weiß, wie. Wir verstehen das nicht. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Wäre das wichtig, hätte Allah Azza wa Jal uns das gesagt. Aber es ist nicht unsere Aufgabe. Wal-Istiwa'u minhu ghayru ma'qul. Und es ist bekannt, wie er, subhanahu wa ta'ala, sich erhebt. وَالْإِمَانُ بِهِ wajib. Und daran zu glauben ist Pflicht. وَالسُؤَالُ عَنْهُ bid'a. Und die Frage danach ist bid'a. وَأَظُنُّكَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجْ. Und er sagte, die Frage danach, nach dem wie, ja Habashi, ihr seid die Mushabbiha. Ihr sagt immer, aber wie. Allah redet, aber dann bräuchte er Stimmbänder. Wer hat dir gesagt, Allah redet wie du? Allah hört nicht wie du. Du hörst ja nicht mal zu. Allah hört nicht wie du. Allah redet nicht wie du. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist überhaupt nicht wie du. Wann verstehst du das? So wurde er rausgeworfen. Imam Malik hat ihn als einen der Leute der Neuerung bezeichnet und hat ihn rausschmeißen lassen. Und so geht man um mit Leuten der Bid'ah. Nicht, weil Imam Malik nicht die Position hatte, mit ihm zu diskutieren, aber vielmehr, weil diese Person ein Irrgehender war. Jetzt kommen wir zu eurem Lieblingsscheich, ja Ahwash, Al-Shafi'i. A'udhu billah, wie ihr lügt, dass ihr ihm folgt. Jetzt nennt uns dann demnächst Shafi'i. Wallah,
ein Stich in deinem Herzen, ja Habashi, das glaubst du dir nicht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Diese Überlieferung von Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala ist in Al-Ijtima' al-Juyus al-Islamiyya, das ist von Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala und auch in Majmu' al-Fatawa und Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala hat das in seinem Buch Al-Ulu übertragen. Was sagte Al-Shafi'i? Er sagte, Al-Qawlu fi sunnah allati ana alayha wa ra'aytu ashabana alayha أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك. Er sagte, die Aussage von den Leuten der Sunna, auf der ich mich befinde und unsere Gefährten sich befinden und die Leute von Hadith sich befinden und ich habe das gesehen und das ist meine Ansicht, sagt er, wie die Ansicht von Sufyan, das heißt Ibn Uwayna und von Imam Malik. الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Natürlich, das Glaubensbekenntnis, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, das gehört zu unserer Religion. وأن الله, höre zu, يا حبشي, وأن الله على عرشه في سمائه يقرب منه خلقه كيف شاء. Und dass Allah, Allah, sich über seinem Thron befindet, der über den Himmel ist, und er, Subhana, nährt sich seinen Dienern, wie er will. Wir wissen, mit seinem Wissen ist Allah subhanahu wa ta'ala bei seinen Dienern. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَشَى. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel herunterkommt, wie er will. Nicht wie du und ich denken. Allah wird nicht nach dem Wie gefragt. Allah wird nicht nach dem Wie gefragt. Und dann Imam Ahmad, rahmatullah alayh, und dieses hat ebenfalls Sheikh al-Islam überliefert und auch Ad-Darimi, rahimullah ta'ala. Warawa Abdullah ibn Ahmad wa ghayruh bi asanid sihah an ibn al-Mubarak annahu qila lah. Einmal wurde zu Abdullah ibn al-Mubarak gesagt, ein Tabi'i, ein Schüler der Sahaba. Bimada na'rifu Rabbana, wie erkennen wir Allah subhanahu wa ta'ala, wie können wir Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen yani bezeichnen? Dann sagte Abdullah ibn al-Mubarak, bi annahu fawqa samawatihi ala arshihi ba'inun min khalqi. Allahu Akbar. Da er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Himmeln ist, über seinem Thron ist und losgelöst von seiner Schöpfung. وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْجَهْمِيَّةِ إِنَّهُ هَا هُنَا فِي الْأَرْضِ. Und wir sagen nicht wie die Jahmiyyah, wie die Ahbash sozusagen. Er ist sozusagen auf der Erde. وَهَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. In der Überlieferung heißt es, und genau dasselbe sagte Imam Ahmad. Und in einer anderen Überlieferung, er wurde gefragt, Imam Ahmad, über die Aussage von Abdullah ibn al-Mubarak, und er sagte, das ist unsere Religion. Also, indem er zugestimmt hat. Schaut mal, nur Al-Dhahabi hat die Leute eingeteilt. Er sagte, damit wir wissen, wer diese Leute sind, er sagte, das, was die Aussage der Jahmiyyah ist, an Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'il amkina. Allah ist überall. Wer sagt das? Die Jahmiyyah. Allah ist überall. Er sagt, ta'ala Allah an qawlihim. Allah erhaben ist er über das, was sie über ihn sagen. Wa maqalatu mutaakhiri al-mutakallimin. Und was die Philosophen danach anbetrifft, das heißt Mu'tazila und Maturidiyya und Al-Asha'ira, أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل und so weiter und so fort. Die sagen, weder ist Allah oben, noch ist Allah unten, noch ist Allah rechts, noch Allah links, noch innen, noch außen. Wo ist Allah? Existiert er nicht für euch? Und dann, wenn du ihnen sagst, was Ijma' ist, haben wir gehört. Wir hören jetzt den Ijma'. Wenn Allah über dem Thron ist, dann subhanallah, sagen sie dir, er hat ein Ort zugeschrieben. Habt ihr jetzt gelernt, liebe Geschwister, die wollen nicht bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist. Und wer sagt, Allah ist nicht über dem Thron, dieser hat den großen Kufr begangen. Aber natürlich, anders als die Ahbash, wir wissen, wir belehren sie erstmal. Und wenn sie darauf beharren,
mit ihrer Aussage, dass sie nicht davon zurücktreten, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist, dann sind sie Kuffar, möge Allah azawajal uns bewahren. Tayyip. Hören wir ganz kurz drei Leute, die den Ijma' übertragen haben. Einmal Ibn Battah, rahimullah ta'ala, 387 nach Hijra gestorben. Wa ajma' al-muslimun min as-sahaba wa at-tabi'in wa jami' ahli al-ilm min al-mu'minina anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arshi fawqa samawatih ba'in min khalqi. Und die Muslime von den Prophetengefährten, von den Sahaba und die, die ihnen gefolgt sind, die Schüler und alle Leute des Wissens von den Gläubigen sind sich einig, dass Allah erhaben ist, er über seinem Thron, über seinen Himmeln und getrennt von seiner Schöpfung ist. Al-Ibanatul Kubra. Und dann, liebe Geschwister, wa rawa al-Hakim an al-Awza'i. Al-Hakim überliefert von al-Awza'i, ebenfalls ein Tabi'i. Schaut mal, dass er den Ijma' der Tabi'in hier deutlich gemacht hat, der Schüler der Sahaba. Rahimullah ta'ala, qala, kunna wa tabi'una. Er sagte, wir und die Tabi'un, das heißt die Schüler der Sahaba. Kunna naqul, wir haben gesagt, inna Allah azza wa jal fawqa arshi, wa nu'minu bima Und er sagte, wir als Tabi'un, wir bestätigen Glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist und wir glauben an seine Eigenschaften, das heißt, die überliefert sind. Dieses wurde von Al-Bayhaqi, noch ein Stich in eurem Herzen, Ahbash, von Al-Bayhaqi überliefert in Al-Asma' was-Sifat. Und Al-Dhahabi, rahimullah ta'ala, sagt, diese Überlieferung ist authentisch in Fathul Bari und auch Sheikhul Islam, rahimullah ta'ala. Und dann die letzte Aussage, ebenfalls von einem großen Imam, Ishaq, rahimullah ta'ala, er sagte, Ar-Rahman wa ala al-Arshi stawa, indem er diese Aya kommentierte, der Al-Erbarmer hat sich über dem Thron erhoben, er sagte, Ijma'u ahli al-ilmi, annahu fawqa al-Arshi stawa, wa ya'lamu kulla shay'in fi asfali al-Ardi as-Sabiha. Er sagte, der Ijma' ist gefallen. Alle muslimischen Gelehrten haben eine gleiche Ansicht darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist und er weiß, was unter der Erde ist. وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ. Und er weiß, was im tiefsten der Inner passiert, den sieben Erden. Denn es gibt auch sieben Erden, wie auch sieben Himmel, liebe Geschwister. Zwei Wörter noch, dann beenden wir bi'idhnillah ta'ala. Erstmal, Ade Ahbash. Löscht eure Kanäle, macht Tauba, ich meine das im Ernst, und folgt unserem Kanal. Aber ich glaube, das macht ihr nicht. Khair inshallah. Auf jeden Fall. Ihr könnt noch die zwei Bücher gewinnen von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Und dann wünsche ich euch einen schönen, ruhigen Abend. Heute habt ihr bestimmt viel in euren Kreisen zu diskutieren. Vielleicht schlägt ihr die Bücher auf, anstatt dass ihr was anderes macht. Ihr wisst schon, was ich meine. Wer die Ahbash kennt, weiß genau, was ich meine. Und ich sage euch nur hier, man kann sich irren, aber wenn man bereut und zur Wahrheit zurückkehrt, Allah wird das annehmen. Möge Allah azawajal euch zur Reue lenken. Und das nächste Mal, bi'idhnillah ta'ala, wird noch ein schweres Schwert gegen die Ahbash gezogen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden jetzt, insha'Allah ta'ala, einen neuen Livestream eröffnen, liebe Geschwister, für die Leute von YouTube und die Leute bei TikTok bleiben drinnen. Ah, subhanallah. Wir hatten noch ein Video. Okay, das zeigen wir dann schnell, inshallah. Verzeiht mir, ich habe das gar nicht mehr so... Ja, ganz kurzes Video, damit wir sie nur kurz kennenlernen. Die Ahbash. Ganz kurzes Video. Dauert nicht mal eine Minute, liebe Geschwister. Bitte bleibt noch dabei. Auch die Leute von YouTube, bitte bleibt noch dabei. Ein ganz kurzes Video. Das spielen wir jetzt ab, bi'idhnillah ta'ala. Okay. فكذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم وهذا الحديث صريح في أن الساجد أقرب إلى الله ولا يصح حمله على الظاهر أي بإثبات المسافة لله بالحلول على العرش فلو كان الله شب 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 شب
Okay? Nee, weil er ist immer noch im Bild. Ah, okay. طيب. Ich bin nicht im Bild, Abu Asya. Ich bin nicht im Bild. Okay, vielleicht habt ihr das gehört, liebe Geschwister. Ich will es kurz übersetzen, wenn auch seine Wörter mehr als hässlich waren. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Das ist einer von diesen Leuten, der hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Wahhabiya sagen, schaut mal, das ist ja ihr Lieblingswort, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinen Thron erhoben hat. Sie sagen, das ist das, was die Wahhabiya sagen. Natürlich wollen sie damit den Leuten sagen, schaut mal, das ist eine Sekte, die gefährlich ist und hört nicht auf diese Leute und sagt nicht, was sie sagen, weil die wollen die Wahrheit einfach verschweigen, das ist klar. Und dann hat er sehr hässlich über Sheikh ibn Uthaymeen und Sheikh ibn Baz, rahmatullah alayhima, gesprochen, dass sie eine verdorbene Akida haben. Und bei Allah, niemand hat eine verdorbene Akida, außer diese Leute. Ich wollte euch das nur mal hören lassen, damit ihr wisst, wer das ist. Ehrlich gesagt, ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich weiß nur, dass diese Leute alle eine Gruppe sind. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Wir schließen jetzt den Stream. Und die TikToker bleiben drin. Und für YouTube, bi'idhnillah ta'ala, machen wir gleich einen neuen Stream auf.